Quatsch, das finde ich in Ordnung. So, Jörg. Ja, wollen wir Los Leones oder was? Ist ein bisschen weiter weg, aber krieg meinen. Ja, mach mal. Also hoffe ich, dass wir das hinkriegen. Also, wenn nicht, gibt's auf dem Weg was, wo wir anhalten. Oh. Na dann. Ne, schaffen wir nicht. Okay, Plan B wäre. Genau. Das oder das. Lass uns noch deins nehmen, dann nehmen wir nach. Kommen wir noch zu. Ah, wenn jetzt hier nicht schon wieder genug Leute kommen, wahrscheinlich schon. Na, die zwei fliegen auch beide. Ach, du hast die Kirche markiert. Ja. Ja, könnt mal Glück haben. Ist sicher physikalisch ausgelassen haben bei dem. Na, hinter mir ist noch einer. Fliegt auch in die Richtung. Was bin ich? Ja moin, ich wollte nicht aufs Dach. Sehr gut. Okay, also die anderen sind einfach geradeaus weitergeflogen. Super, Haus ohne Wand. Richtung. Das Leon ist trotzdem, wir sind trotzdem im Ballgang. Naja, immerhin eine Pistole. Geht gleich ins Große. Ja. Das wäre immer cool, so Waffe oder so. Ich habe ja noch eine Schrot, aber. Ja, mehr habe ich im Moment auch noch nicht. Nochmal Schrot. Eine Uzi. Eine Uzi. Ja, wenigstens was. Gut. Noch ins blaue Haus hier. Aber warst du schon drin im blauen? Weiß ich nicht. Ob das blau war. Nicht drauf geachtet. Tür ist offen. Na, dann war ich wahrscheinlich drin. Ja. Polizeiweste, Stufe 1 ist drin. Hier. Ja, das war irgendwie keine gute Entscheidung, hier oben zu landen. Ja, aber was willst du machen? Stufe 2 Weste bei mir, bei dem Turm. Von der Kirche, ganz unten. Ich hab nämlich eine 3er Weste. Einfach weil ich es kann, weißt du? Gut. Wenn der Mini eingepackt. Was ist die Mini? Mini. Ach, ne Winchester. Sind Fahrzeug zufällig, weil wir müssen auch ein Stück wahrscheinlich, ja? Ja, ja. Was, in welchem Haus war es die 2er Weste? Bei dem großen. Warte, warte, andere Seite, komm hier. Geh hier rüber rein. Brauch ich. Hier der Turm ist. Das gibt's hier, zack. Ja. Ajo. Und dann ist er da unten. Da. Wir sind ja völlig allein. Ah, sag das nicht. Ich muss im Schiss. So, warte mal, was liegt denn jetzt hier in der Richtung? Los Leones? Deswegen hab ich schon markiert. Oh, komm mal da unten erstmal. Ah, hier unten ist ein. Ne, ist ein Müllhaufen, scheiße. Ah, hier unten ist ein Müllhaufen, ja. Ich dachte, das wäre ein Buggy. Es waren auf jeden Fall welche hier unterhalb noch gelandet, also in die Richtung, in die wir gerade laufen. Hab ich einige Fallschirme gesehen. Ich hab halt auch eine Mikro-Uzi. Kann dir auch die Winnie geben, wenn du willst. Nö, nimm du die. Bin halt nur Nahkampf. Oder unten die Häuser noch mitnehmen. Aber, ja. Aber Level 3er Weste, kein Helm. Bin ab. Sehr gut. Von uns. Bin offen. Ja, wir ist gelootet. Mikro-Uzi bei mir. Achso, der hast du schon, gell? Mhm. Wär das mal bei der Winnie und der AK. Ach, der feine Herr hat eine AK. Das wusste ich ja nicht. Entschuldigung. Boah, sonst nichts? Nee. Hier ist noch ein Helm, hier ist noch ein Helm, einer Helm. Ja, ja. Jörg war's. Jörg war's, das stimmt. Hallo. Toll, das Dach ist auch komplett leer. Danke. Das hier gegenüber brauchen wir wahrscheinlich gar nicht nehmen, ne? Ich hätte jetzt hier oben rechts die Häuser, die Siedlung genommen. Hm.
Da sind sie wahrscheinlich auch, aber. Ach so, ich habe ein Vierfach. Willst du das haben für die AK? Oh ja, gerne. Okay. Da oben sind sie. Ja, ich sehe einen. Du schießt schon. Ne? Ja. Ich bin auf jeden Fall clever, wenn ich nur im Nahkampf bin. Soll ich jetzt machen? Ich warte. Sag Bescheid, wenn du gewonnen hast. Geht ins Haus. Rechtes Haus, blaues Haus. Jetzt mal uns annähern jetzt. Okay, also versuche ich über rechts zu gehen. Jo, das sah auch aus, als ob er alleine gewesen ist. Es sah aus, als ob er alleine wäre. Wie sieht denn jemand aus, der alleine ist? Naja, der andere hat nicht geholfen, oder? Ich habe auch gerade nicht geholfen. Du sahst auch aus, wenn du alleine wärst. Guck mal noch ein bisschen. Jetzt erstmal keinen. Auch in den anderen Fenstern nicht. Die werden beide in dem blauen Haus drin sein. Jetzt habe ich noch Nades. Nichts. Warte, ich komme dran. Sind rausgesprungen rechts. Scheibe, ja. Aber wenn der jetzt wegläuft, dann muss der andere auch weg sein. Eigentlich ja. Aber wir machen mal langsamer. Ja, doch die Mikro zieh mit hier. Der ist halt auch nach oben gerannt, ne? Was halt dafür spricht, ja, dass der andere vielleicht in die Richtung ist. Hat der Loot? Ja, hatte Loot. Ich gehe aber erstmal absichern. Okay, ich lieg in ihm drin. Jo. Nimmst alles mit, was er hatte. K läuft. Also ich sehe jetzt hier unten erstmal keinen. Wenn der noch 762 Muni oder sowas hat, dann. Ich kann dir 96 habe ich stehen gelegt. Ja, danke. Mach mal so ein Schnellzugriffmagazin, falls du brauchst. Zweier Rucksack willst du nicht, oder was? Ich habe einen. Das war guter Loot. Ja, gut, das ist ein SKS und eine AK, das ist ein Vierfach. Und die anderen okay, für einen looten lassen, ne? Ja, aber warum ist der weggerannt? Weiß es nicht. Drei war alleine, aber du hast auch den Anschein gemacht, dass du da alleine wärst. Seitdem hat mich vorher gesehen. Brauchst du noch ein weiteres Magazin? Nee. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass in sein Kumpel einfach AFK war. Okay, okay. Wir müssen langsam. Ich guck hier unten nochmal rein. Dürfte zwar nichts mehr liegen. Auch hier eine UMP. Nehme ich doch. Okay. Was hast du jetzt, eine SK oder eine SKS? SKS und eine AK. Ja, willst du da nicht hier das Vierfach wieder haben? Ich habe eins. Das hatte er ja auch gehabt. Achso, okay. Ähnlich. Da hätte ja, ich es an seiner Stelle probiert. Ja, ich auch. Also, dem Loot. Ja. Oben in der Stadt aus. Durchwachsen. Also. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, noch einiges. Ja, können wir nochmal hier vorne direkt vor uns in die Halle reingucken. Ja. Ja. Oder irgendein anderes Visier oder sowas. Also falls du mal einen Rotpunkt siehst, nehme ich das auch. Ich habe auch noch ein Holo bis jetzt noch. Die AK. Griff für die UMP. Auch da hatte ich nur einen halben. So ein einer Rucksack und eine Dreier Weste sehen auf der Entfernung echt fast gleich aus. Okay, hier ist auf jeden Fall gelootet. Ja,
Hier war keiner in dem Eierhaus, ja, der hat uns schon lange beschossen. Oh. Wir haben auch einen Buggy im Notfall. Ja, würde ich sagen, nehmen wir erstmal nicht. Ja, so weit ist es jetzt ja nicht mehr. Ich würde sagen, wir laufen jetzt gleich Richtung Zone. Okay, einer Helm. Hier ist auch schon gelootet worden. Also da lag noch ein zweier Helm gerade. Okay. Den ich jetzt mitgenommen habe. Also. War schon okay. So, schauen wir mal. Keiner drin. Wollen wir die zwei Gebäude auch noch mitnehmen, oder? Hm. Bin noch fix. Sächen. Eben noch 44. Zweier Helm bei mir. SKS, ne, eine Barrel. Die nehme ich anstatt der AK. Hast du schon ein Medikit? Ja, eins. Okay, dann liegt hinten ein zweites. Mal kurz mal Energy nehmen. Hat er nichts was zu trinken? Ja, ist richtig. Nehme ich mal bestimmt. Oh, danach muss man sehr weit. War der Buggy hier nicht gleich irgendwo in der Nähe? Ja, der ist mittlerweile schon zu weit weg. Okay. Außerdem ist hier rote Zone, wo wir zurück müssten. Na los. Pack mal einfach so jetzt rein. Richtig. Guck mal, ob wir ein anderes Fahrzeug finden. Ciao. Im ersten Blick sehe ich jetzt erstmal niemanden. Ich auch nicht, aber hier unten sind gleich Gebäude, also das heißt nichts. Die sehen aber zu aus. Hoppe. Und los. Ja. Naja, ist alles ist safe. Man, da steht auch ein Auto davor. 30 Schuss für die Barrel nehmen. Ich hätte jetzt 174. Ich hab über 200. Erstmal ins andere Haus. Hast du einen Kompensator für die MP? Nee, hab ich noch nicht. Also brauchst du? Ja, würde ich nehmen. Ich komm ich dir mit. Okay. Ich bin so nichts drin in dem Haus. Ich komme mit bei dir rein. Ich bin wieder raus. Ja, hab schon gehört. So. Ja. Okay. 30 Schuss für die Barrel liegen auch noch drin, gell? Ja, hier. Ach ja. Da hinten ist auch ein Auto unterwegs. Mal noch nach links gucken. Den Berg runter. Die halten auch an. Ich schieße. Welche Höhe ungefähr? Gerade hin. Gerade hin. Das ist, müssen wir beim nächsten Mal nochmal üben. 360 auf Norden. Aha. Eine Verlängerung des Fahrzeugs quasi. Wo der Buggy steht. Beim Buggy. Der rollt da gerade einen Berg runter. Da, ja, hab den jetzt gesehen. Wieder mit der SKS gehittet. Oh, ach, da befinden die sich, okay. Ja gut. Down. War sofort tot, ja. Ja, weil der andere ist, habe ich auch schon ausgenockt. Na los, dann hin. Ich bin ganz langsam mit dem Buggy gefahren und dann haben sie auf einmal angehalten. Dann stand er einfach da. Wahrscheinlich gerade Midi-Pick oder so genommen. Hm, wahrscheinlich. Das war das Ziel. Wegen der Zonenfahrt wahrscheinlich. Aha. Ich fahr beschwert. Oh, Auto vor uns. Oh, ja, ich seh's. Ja, dreht ab. Warte. Ich frage jetzt mal dreht rein. Weiß nicht, der kann auch einfach stehen bleiben, ne? Ja, deswegen. Hm. Ja, der ist hier links, fährt ein wahrscheinlich. Ja. Guck mal so ein bisschen aus dem Auto raus. Bin er nicht mehr.
Na gut, dann lass uns erstmal zu unserem Ziel fahren. Wo ist denn? Ich habe nur die Zementblöcke gesehen. Gut. Hauptsache es gibt Schaden. Na gut. Ist denn jetzt irgendwo links? Ja, ich sehe ihn links. Richtung der Gebäude hier vorne war er. Hinten vorne. Ist ein Stück weg. Okay. Naja, dann mal jetzt erstmal rein in die Zone. Am besten gleich da oben in die Gebäude rein. Guck, Sprung. Jo. Oh, zum Glück kein Heuballen. Wahrscheinlich explodiert jetzt gerade. So, wohin? Nur gerade jetzt hier oben links in die Gebäude, würde ich sagen. Also Berg hoch. Da wo er gerade fährt. Wahrscheinlich. Aussteigen. Alles weg. Scheiße. Ja, ja der. Warte, warte, warte. Ja, die fahren noch ein Stück weiter. Aber lass uns rein. Also, wir sind ja reingelaufen. Ja, wir können da auch. Meint jetzt hier eigentlich hier oben links die Gebäude und nicht da, wo er hingefahren ist. Hm, ja, da können wir ja prinzipiell von hier aus auch ein bisschen aus dem Dickicht rausgucken. Ja. Ob sich hier aus der Richtung, in der wir gerade gekommen sind, noch was bewegt, weil das ist ja alles außerhalb der Zone. Mhm. Schon gelootet worden. Dazu nehme ich Durst. Jetzt kann man natürlich nicht in die Richtung gucken, die ich eigentlich gucken wollte, oder? Ja, da musst du ein anderes Haus nehmen. Ja, oder halt einfach gar kein Haus in sich irgendwo hingestellt. Steht auch ein Auto hier vorne. Hm. Ja, moin. Immer wenn ich irgendwo draußen hinstellen will, kommt Bombenzone. Unmöglich denn ernst sein. Kannst du hier rein ins Haus kommen? Das geht schon. Aber ja, na gut, das ist nicht viel. Aber da ich das Bombenzone jetzt kommt. Hier ist noch erweitert das Magazin für DMR SR. Ich glaub, eins ist hab ich schon. Ja. Erweitert das Magazin für eine MP. Hab ich schon. Danke. Zweier Weste, eine neue. Ne, warte mal, meine ist kaputt, warum? Hier hinten aufgehoben. War die schon kaputt? Ja. Ist jetzt wieder ein Stück, was wir gehen müssen, ne? Eigentlich schon gehen können. Ja, aber das können wir diesmal gut laufen. Hm? Ja, meine ich ja deswegen, aber können wir ja schon los, theoretisch. Oder was hast du? Na ja, weil ich komm. Ich geh nochmal kurz gucken, ob vielleicht jemand kommt. Ich hab da schon noch einer in der Zone gekrochen ist. Auto. Oder? Mhm. Ja. So einen Handgriff hast du jetzt noch nicht gefunden gehabt, gell? Ne, da hab ich gesagt nur einen, den hab ich schon der SKS dran. Gut. Welche Richtung ist das andere Auto gefahren? 50. Und das Fahrzeug, was man gerade gehört hat, sehe ich nicht. Nicht. Ich dachte, das wäre hier unten in der Freifläche, ist doch ersichtlich. War hier oben bei mir 335. Hm, aber ein gutes Stück weg. Wahrscheinlich. Das ist eine Karabiner. Hier ist auch das Auto. Geradeaus zu bei 55. Schießt du? Ja, aber ich hab's nicht getroffen. Wo ist das Auto? War ein Buggy. Hm. Auch schon ganz schön gut gequalmt. Das muss geil sein, wenn du das Auto hochjagst.
Ja, wir müssen wir durch. Jo. Links von uns war auf jeden Fall der Karabiner, ne? Hm? Ja. Und geradeaus ist auch der Buggy runtergefahren. Wahrscheinlich genau dahin, wo wir jetzt auch gerade hinlaufen, wo deine 2 ist. Hm? Was halt nochmal, wenn die Zone klein wird. Ja. Ich meine nur, dass du weißt, dass vor uns wäre. Klar, geht's ab. Können wir wahrscheinlich auch von hier oben gleich sehen. Ja, da vorne steht der Buggy, glaube ich. Auf 80. In der Straße, wenn das war. Wird auch nicht bei dem Haus hier gleich, oder? Nee, nee. So, hier würde ich jetzt nochmal ein Fahrzeug nehmen. Sind nämlich gleich in der Zone drin. Ja, wir sind noch, ja, vorne ist aber auch gleich unsere Zone. Sehe ich gerade ein Auto irgendwo rum? Linksseitig ist ein Buggy. Ja, linksseitig. Ja. Fährt quer auch in unsere Richtung. Ja. Oh, war rechts auch noch unser Schuss? Ich snipert einer. Ja. Ja, ich versuch's mal reinzulaufen. Der Buggy wird wahrscheinlich auch gleich versuchen, uns zu holen. Ich würde schon mal in die Richtung laufen zum Buggy. Aber hier hinter dem Hügel eigentlich ein bisschen versteckt. Zumindest Richtung Buggy. Weißt du wie? Ja. So hier so. Die nächste Zone ist wieder weit weg. Gibt's doch gar nicht. Buggy? Fährt weiter. Bist sicher, dass du an, ja. Rechts gesnipert wurde, ja? Ja. Ne, von links glaube ich dann. Weil er dann aufgehört, als wir hinter dem Hügel waren. Buggy ist ja weggefahren. Komm, was willst du dir? Mal kurz mal hier Energy Drink nehmen. Hier oben steht ein Buggy. Ja, dann nehmen wir den und fahren gleich weiter. Würde ich sagen. Schau nur Richtung Halle hinterher, weil da steht auch ein Auto. Ja. Wo da die Schüsse vielleicht hergekommen sind. Und ab. Sind noch relativ viele am Leben, dafür dass die Sonne so klein ist. War ein kleines Stück weiter, ja. Jojo. Also einfach mal hier so querfällt. Jo. Ich bin schon fast zu überlassen, oder? Den Rest können wir laufen. Um jetzt zu viel Krach machen. Oh, hier unten ist gleich Action. Warte, nicht so weit vorrennen. War gleich hier runterwärts. Klingt halt so direkt hier vorne. Genau, in der Hügel sein. Hm. Ich weiß aber wohin. Da hinten wird gerade Rauch geworfen. Rauchgranate. Bei 200. Ja. Ja. Vielleicht haben sie in die Richtung geschossen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ach, da ich sehe einen. Wo? Schieß, ja. Ja. 215 auf der Straße. Oh nein, K. Ich bin tot. War von unten. Genau da, wo die anderen beiden waren. Ja, war klar.